Und wir kommen noch mal zu einem Jubiläum, wenn auch einem nicht ganz so großen und runden wie vorhin in Schmölln. In Bad Langensalza wurde heute zum 20. Mal das jährliche Weitsprung-Meeting ausgetragen. Und das hat ja schon für so einige Landes- und Kontinentalrekorde gesorgt. In den letzten beiden Jahren allerdings fiel das Meeting fast ins Wasser. Zumindest sorgte heftiger Regen für nicht so optimale Bedingungen und Leistung. Und so richtete sich auch heute der bange Blick nicht unbedingt in die Sandgrube, sondern vor allem nach oben. Die beste Nachricht des Tages kam vom Himmel, denn anders als in den letzten beiden Jahren war es heute trocken. Beste Bedingungen also auch fürs Kinderleichtathletikfest. Seit Jahren traditioneller Bestandteil des Weitsprung-Meetings und passende Kulisse für ein, na sagen wir mal, Weitsprung-Talent. Katja Demuth, bislang lediglich als Deutschlands beste Dreispringerin in Erscheinung getreten. Heute wilderte die Jenaerin in fremden Revieren. Bestleistung habe ich 6,28 und ich muss auch sagen, ich habe nicht viel dafür gemacht. Ich gucke einfach mal, wie es läuft. Und ich denke, hier ist super Publikum, super Stimmung. Da kann es ja nur weit gehen. Also die 6 Meter möchten es dann schon sein, ja? Ja, das auf jeden Fall. Eine durchaus realistische Einschätzung. 6,11 Meter im zweiten Versuch. Nicht schlecht für eine Quereinsteigerin. Aber eben doch weit weg von den Spezialistinnen wie Sosten Moguenara, die derzeit beste Deutsche. Von Anfang an bestimmte die Frau aus Bochum-Wattenscheid die Konkurrenz ihrer 6,62 lange das Maß der Dinge. Genau genommen bis zum letzten Durchgang, als auf einmal Xenia Ashkinadze noch eine Granate auspackte, 6,69 die Führung und die Kampfansage an Moguenara, die mit ihrem letzten Sprung kontern musste und wie sie konterte, 6,78 Meter. Das war nicht nur der Sieg in Bad Langensalza, sondern gleichzeitig auch die Qualifikationsnorm für die WM Mitte August in Moskau. Bei dem letzten wollte ich noch mal alles geben, noch einmal alles rauslassen und es hat geklappt und ich bin so überglücklich, dass die Norm jetzt rausgekommen ist, dass es hier ist, umso besser. Dreispringerin Katja Demuth konnte ihre 6,11 Meter übrigens nicht mehr steigern und wurde damit Letzte, ihre Autogramme deswegen nicht minder begehrt. Währenddessen versuchte Christian Reif, die Beine locker zu bekommen. Der Sieger der letzten beiden Jahre wollte den Hattrick und kämpfte mit Kniebeschwerden, weswegen zunächst auch andere Athleten den Ton angaben, etwa Godfrey Mokoena aus Südafrika. Der Olympia-Zweite von 2008 legte 8,28 Meter vor. Damit sah er lange Zeit aus wie der sichere Sieger. Dann der Showdown im sechsten Durchgang, in dem zuerst Christian Reif auf 8,27 segelte. Die Bestweite um 1 Zentimeter verpasst, aber persönliche Saisonbestleistung. Dann kam Alin Kamara aus Leverkusen, 8,29. WM-Qualifikation und Führung. Und nur noch einer, der weiterspringen konnte und weiter sprang. Um genau 1 Zentimeter überflügelte Godfrey Mokoena den Deutschen, 8,30. Der Sieg bei den Männern geht 2013 nach Südafrika.